Wir stehen hier in einem sehr gut entwickelten Rapsbestand im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg. Hier sollte die Andüngung jetzt zeitnah erfolgen, denn der Bestand braucht für die Hauptentwicklungsphase jetzt die Nährstoffe. Ich würde hier 80 bis 100 Kilo N und 40 bis 50 Kilo Schwefel für die erste Maßnahme empfehlen. Bisher war hier noch kein Schädlingszuflug festzustellen, da die Temperaturen in den vergangenen Wochen ein Ansteigen der Bodentemperaturen verhindert haben. Aber zeitgleich eben mit der Andüngung sollte man eben hier dann auch in die Schaderregerüberwachung einsteigen, Gelbschalen aufstellen, um dann eben auch zeitnah den Zuflug von Rapsstängelrüssler und Kohltriebrüssler feststellen zu können.